landet heute auf dem 3. Platz. Damit sind beide Autos von Seneca auf dem Podium. Wieder ein super Tag für dieses Team. McCain gewinnt zwar, aber wow, Seneca hat es ihm heute wirklich nicht leicht gemacht. Was sagst du zur aktuellen Form von Seneca? Kurz gesagt, das gab's noch nie. Unglaublich. Nicht schlecht. Frag das nochmal und es passiert was. Sie sind jetzt nicht nur im oberen Mittelfeld trotz des knappen Budgets. Sie haben mittlerweile endlich Erfolg mit beiden Autos. Jetzt, in diesem Moment, sind wir so gut wie nie zuvor. Aber kommt der Erfolg, wollen alle mehr. Wir müssen also abliefern. Wir sprechen live mit dem Fahrer von Raven West, Nathan McCain. Wie fühlst du dich bei diesem Rennen? Machst du dir Sorgen wegen der Doppelbedrohung durch Seneca und Wolff? Genauer gesagt, dem ersten Fahrer von Raven West. Ich mache mir wegen der anderen Teams keine Gedanken, egal ob neu oder alt. Ich fahre nur für meine Fans, denn ohne die würden wir nicht hier sein. Na dann, viel Glück, Nathan. Wenn man sich all die Raven West T-Shirts im Publikum ansieht, scheinen wirklich viele Fans hier zu sein. Viel Glück, 22. Raven West scheint nervös zu werden, auch wenn sie es in den Interviews nicht zugeben. Lass uns alles geben und den McCains ordentlich Angst machen. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Thank you.
Kunde noch Boyd, aber Seneca kann mit dem heutigen Ergebnis äußerst zufrieden sein.